Alter, was geht ab, Leute, Junge? Aus dem Luitpoldpark. Das ist der Obelisk. Da treffen wir uns gleich. Tag hat schon mal anders schlecht angefangen. Der Kollege, der die Fotos machen wollte, hat sich so in der Früh gemeldet. Er so, yo, sorry, ich kann nicht kommen. Hab spontan Fieber bekommen und ich im Bett. Was halt anders tut, das vor allem, weiß nicht, ich bin gerne zuverlässig und ich sag ungern Sachen ab. Lieber verschiebe ich Sachen und verbiege mich und dies, das und versuche da alles reinzubekommen, dass alles noch stattfindet, vor allem mit Geschäftspartnern und so. Und ja, heute ist ja Fotoshoot mit den zwei Influencerinnen und ja, jetzt machen wir das ohne den Fotografen. War, ist natürlich nicht geil, richtig leidend ohne den, aber der Stil ist ja, dass die die Fotos sozusagen so machen, als hätten sie die Tour gezockt. Und dementsprechend ist das jetzt nicht so, so, so schlimm. Ist sogar, ist nicht besser. Auf gar keinen Fall. Ja, auf jeden Fall hat mich das in der Früh schon ziemlich hart getroffen. Ich war richtig hart am Leiden. Ich war schon lange nicht mehr so hart am Leiden. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich so hart gelitten habe, war, wo ich meine mündliche Abiturprüfung verkackt habe, Alter. Also das hat mich echt zum Leiden gebracht. Aber was soll man machen? Hat auch überlegt aufzugeben. Es läuft ja alles momentan nicht so gut, nicht so wie es haben will. Man ist sich unsicher, klappt das alles, dies, das. Ich meine, ihr kennt das ja. Ich wollte sogar den Vlog heute gar nicht machen. So depressiv war ich, aber natürlich zieh ich es durch. Also Hong, in der Zukunft, falls du das siehst, Ende des Jahres, nächstes Jahr oder so. Ich hoffe, wir haben Hongs Tour durchgezogen und es läuft alles. Ah ja, viele, viele Schwierigkeiten, Steine, die einem in den Weg gelegt werden, wo man sich denkt, hey, muss das immer sein? Wieso kann es nicht einmal geschmeidig laufen? Ja, der Kollege, der nicht nur ein Kollege ist, der ist ja eigentlich Geschäftspartner, Co-Owner, Co-CEO von Hongs Tour, hat den Vertrag immer noch nicht aufgesetzt. Wer die Vlogs gesehen hat, der weiß, das haben wir Freitag besprochen, ist eigentlich echt nichts Schwieriges, Außergewöhnliches, Massives. Deswegen, er meinte ursprünglich, Freitagabend kriege ich es noch und ja, erst Sonntag. Ich treffe mich gleich mit der Influencerin und die Verträge sind nicht da, nicht am Start. Also der enttäuscht mich echt extrem, Mann. Also da müssen wir echt schauen, wie wir weiter vorangehen werden. So, so kann es aber echt nicht weiterlaufen. Ja, und jetzt natürlich wie immer das Beste draus machen. Geht es mit der Sonnenbrille oder ist das zu... Ich würde es nicht machen, okay. Nein. Fotografen müssen die Mädels selbst Hand anlegen. Aber die sind echt nett, also. Hätte schlimmer kommen können. Oh Gott. Die Blondies. Ich bin nicht hinbekommen. Bin auch nicht hinbekommen. Filmst du das? I don't know. Help. Das kann ja schon mal nicht schlimmer. Der ist draußen. Ja, ich tue. Der muss doch irgendwie rein. Rein. Ja, aber da rein geht auch nicht in die Verpackung. Aber schau mal, das bleibt dann hier hängen. Ich check's nicht. Vielleicht mal, weil das da kann ja nicht rein. Das ist hier nicht mal gebogen. Weißt du, wie es geht? Kein Kommentar. Ey, so, jetzt mal so, gucken, ob sie ich das weiß, wie es geht. Oh mein Gott, ich hab's gefunden. Hier muss man es reinmachen. Das Rätsel ist gelöst. Aha! Ey, ich bin der King. Zeig mal. Tada! Okay, ich check's immer noch nicht. Okay. Du, musst das, so ein... du musst erst das hier reinmachen und dann hier vorne einhaken. Ja. Ah, okay. Sieht man da irgendwie rein? Das geht irgendwie nicht. Ich sehe nichts. Ja, war hier schon ein bisschen gefährlicher. Nein. Also denk nicht, dass ich nie Fotos mache. Ich habe halt, wenn ich Fotos mache, keine Zeit, euch zu filmen, also mit euch zu filmen. Und nur wenn die halt sich gegenseitig filmen, Fotos machen, habe ich halt Zeit, euch zu filmen. Ja, sah eigentlich echt schlecht aus. Wir haben endlang geschlendert. Die haben sich noch Donuts und so geholt, bisschen was zu trinken, kein Problem.
Seid ihr schon fertig? Ja. Nein, ganz. Aber du kannst ruhig fertig werden. Nein, 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 kein Problem. Mach ruhig, Influencer. Kein Problem. Yo! Fertig? Ich glaube, wir haben einen Spot ausgelassen, aber es geht schon, da ging einfach nichts. Das sind ja so Motivs, Vorschläge so, wenn jemand auf der Tour ist. Dann werden ihm so Vorschläge dann pro Stop gemacht. Hey, hier könntet ihr ein schönes Foto machen, dies, das. Und ja, die Mädels waren mega chillig drauf, richtig süß, weil ihr wisst ja, ich war in der Früh echt richtig depri, aber zum Glück ging es auf jeden Fall klar. Ich brauche jetzt auf jeden Fall was zu essen, weil ich war heute Morgen so depri, ich habe mir gar nichts, null Appetit hatte ich, aber jetzt muss ich erstmal gegönnt werden. Erstmal ein Bubble Tea, Alter. Ich habe eigentlich immer noch keinen Hunger, aber da vorne ist Sam's Falafel, das kann man sich schon gönnen. Alter, der ist monströs. Kann ich echt empfehlen, Sam's Falafel allgemein. Krass. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist heftig. Es gibt eine kleine Falafel, kostet 4 Euro. Normal 5 und XXL 6. Also für 1 Euro mehr kriegt ihr einfach, das sind 2 Falafeln sozusagen einfach. Für 1 Euro mehr kriegt ihr einfach 2. Deswegen, auch wenn ich es nicht schaffe, der Ausländer in mir, was meine Mutter mir beigebracht hat, für diesen 1 Euro extra muss immer sein. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach zu krass. Jeder, der da normal kauft oder so, kann ich nicht nachvollziehen. Wenn für 1 Euro du einfach das Doppelte kriegst, dann musst du einfach. Den haben wir schon ausprobiert, der ist krank. Dazu muss ich euch nicht viel sagen. Qualität top, richtig fresh, richtig saftig. Extra Halloumi noch mitbestellt. Zu krank. Und gefüllt hat er den mit Falafeln und mein Gott. Ich dachte, der Platz gleich mit Falafel, Halloumi. Zwischen den Touren haben an sich unterhalten, die sind echt chillig drauf. Mir wurde auch verraten, dass ich preistechnisch zu hoch angesetzt habe. Aber ich wusste eh, dass ich overpay. War, fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich wollte ja unbedingt, dass es halt endlich stattfindet und die erste da sozusagen klar mache und nicht, die nicht wieder abspringt oder so. Ich war jetzt da auch bereit, habe ich euch ja schon mal erzählt, da beim ersten Mal ein bisschen mehr zu zahlen. Und ich persönlich finde es immer noch ein fairer Preis. 2 Fotoshoots für 2 Touren. Instagram, Stories, Post, also Story, Highlights. Also ich fand den Preis jetzt auch gerecht. Auch wenn es sie jetzt überrascht hat. Okay, die eine hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich ihr glauben kann, sie hätte es auch umsonst gemacht. Okay. Also dann 500 Mücken gespart. Jo, was geht, Leute? So, Daily Vlog ist am Start. Ich habe mich nochmal bei den Mädels bedankt. Die waren echt mega heute und die haben echt, they made my day. Die haben echt mir eine Freude bereitet, weil, Alter, ich war echt abgefuckt in der Früh. Aber Moral von der Geschichte, man sollte sich nicht zu früh unterkriegen lassen, tatsächlich. Immer sein Ding durchziehen. Ich habe ein bisschen zu früh Panik geschoben. Irgendwie renkt sich alles doch irgendwie ein. Zum Glück nicht immer 100%. Aber man sollte echt nicht frühzeitig aufgeben, zieht euer Ding durch, was auch immer ihr macht. Ihr seht, wie ich struggle, das ist natürlich nicht alles, wie nennt man das, also nicht alles, was glänzt. Oh mein Gott, ich will die Sprichwörter nicht durcheinander bringen. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also auch hinter die Kulissen der Blick, der Struggle und das ist halt der Daily Vlog. Ich teile mit euch mein Leben, das ist mein Videotagebuch. Ob das jetzt Klicks macht oder nicht, ist erstmal relativ egal, weil es geht ja eher um uns, um mich, dass wir uns das irgendwann mal wieder anschauen und die Momente festhalten. Deswegen hat ja auch Nico angefangen mit den Videos, mit seinem Vlog-Channel, Reise-Vlog-Channel. Nicht, weil er irgendwie der nächste Casey Neistat werden will, sondern einfach, weil er eine Menge gereist ist und die Momente einfach festhalten wollte. Und er hat schon so viel erlebt, aber hat dann gesagt oder bemerkt, hey, irgendwie habe ich nichts davon. Wäre geil, wenn ich da irgendwie drauf zurückblicken kann. Und dann hat er mit dem Kanal angefangen, einfach nur für sich selber. Und auch ich mittlerweile halt, habe ich euch auch schon mal erzählt, einfach für uns, einfach so als Videotagebuch, für die Erinnerungen, die wir haben, coole Momente, weil das ist eine geile Zeit, die wir haben. Verrückte Sachen machen wir. Und ja, ihr kriegt halt einen Einblick da rein, wirklich in alles. Vielleicht sogar viel zu viel, was ich mit euch teile. Und eben jetzt auch der Struggle. Und wer weiß,
in einem Jahr, in zwei Jahren, wenn wir da drauf zurückblicken und sehen, boah, Hong hätte heute fast Hongs Tor aufgegeben und in zwei, drei Jahren ist das aber deutschlandweit am Start. Wer weiß, vielleicht habe ich es auch in zwei, drei Jahren aufgegeben, weiß man nicht, aber das wird sich noch zeigen. Auf jeden Fall, Leute, zieht euer Ding durch, gebt es nicht auf, denkt an mich und mein Struggle und ich werde es weiter durchziehen. Ich hoffe, ihr seid am Start, verfolgt mich und ich wünsche euch das Beste. Ich hoffe, ihr wünscht mir auch das Beste. Ich weiß ein paar von euch nicht, aber trotzdem danke fürs Vorbeischauen. Das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch. Fast jeden Freitag sind wir live, hängt natürlich von Chong Banks ab. Und dann natürlich in Bitcoin und DeFi investieren, Cashflow generieren. Das war's von mir. Ciao und serious business.